Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei Nostalgie Cars Festival. Wir haben hier drei Rennen am Start. Ja, auf jeden Fall mit diesem coolen Fahrzeug, die Cobra, werden wir diese drei Rennen bestreiten. Ja, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen. Nicht Rennwagen, die vor 1979 gebaut wurden. Genau. Also starten wir los hier mit der Anfängerliga, ist das hier. Nostalgie Festival Rennen Nummer 1 geht los. So, wir starten hier ganz easy hinten auf den 16. Platz. Ihr müsst also nur 15 Fahrzeuge überholen und dann seid ihr auch schon hier auf den ersten Platz. Hier natürlich am Anfang auf der Geraden könnt ihr schon sehr viele Fahrzeuge überholen und euch hier schon den 10. Platz sichern. Auf jeden Fall hier bei der Kurve rechtzeitig abbremsen, damit ihr hier auch vernünftig rumkommt. Ja, und jetzt haben wir hier schon den 7. Platz und am nächsten vorbei den 6. Platz und dann überholen wir den nächsten. Das geht hier relativ zügig. Dann haben wir auch schon den 5. Platz und haben somit nur noch 4 Fahrzeuge vor uns, die wir überholen müssen. Da vorne sehen wir schon das nächste Fahrzeug und sind jetzt auch dran vorbei. Haben uns hier den 4. Platz gesichert, hier an den Grünen vorbei. Den 3. Platz haben wir auch sicher hier in der ersten Runde mit diesem wunderbaren Fahrzeug hier, die Cobra. Hier bei der Kurve auch immer aufpassen, rechtzeitig bremsen. Ja, aber wenn ihr so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen habt, dann klappt das schon. Bei der Kurve auch aufpassen, damit ihr hier rechtzeitig bremst. Und dann kommt ihr da wunderbar herum. Und wir haben auch schon wieder das nächste Fahrzeug überholt. Und haben hier jetzt den 2. Platz uns gesichert. Und das sogar in der ersten Runde. Ja, hervorragend. In der ersten Runde schon auf den 2. Platz. Und wie es aussieht, da vorne, da den ersten, den werden wir jetzt auch noch überholen in der ersten Runde. Dann haben wir schon in der ersten Runde uns hier schon den ersten Platz gesichert. Jetzt hier auf der Geraden auf jeden Fall werden wir ihn überholen. Und da sind wir vorbei hier bei diesem wundervollen Rennen. Der erste Platz in der ersten Runde. Dann würde ich sagen, wir wissen ja, wie die Strecke aussieht. Switchen wir ein wenig vor hier zur 3. und letzten Runde. Hier habe ich mal die Innenansicht gemacht. Dann könnt ihr mal sehen, wie diese Karre hier so von innen aussieht. Ja, und auf jeden Fall erreichen wir auch hier gute Spitzengeschwindigkeiten. Wir sind jetzt hier schon bei 330 km/h, 336, 38, 339 irgendwie. Auf jeden Fall, das kann ich doch sehen lassen. Und Glückwunsch, wir haben hier das erste Rennen gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Das war doch schon mal ganz gut hier, das erste Rennen. Würde ich sagen, geht es gleich weiter hier zum 2. Rennen. Hier genauso wie davor. Also ihr startet wieder auf den 16. Platz und müsst wieder 15 Fahrzeuge überholen. Und Rundenanzahl hat sich auch nichts geändert. 3 Runden habt ihr Zeit. Ja, also auf jeden Fall, das sollte doch zu schaffen sein. Und wie man hier wieder schön erkennen kann, am Anfang wird gleich das eine oder andere Fahrzeug hier überholt. Ist ja auch hier, sag ich mal, noch relativ leicht hier dieses Rennen. Ja, auf jeden Fall, es handelt sich ja hier um die Anfängerliga. Und Anfängerliga, das hört man ja schon raus, logischerweise, ist natürlich für Anfänger also sehr, sehr leicht drin. Das sollte natürlich für jeden Spieler hier bei Gran Turismo Sport zu schaffen sein. Vielleicht nicht für die, die gerade anfangen, für die vielleicht nicht, aber für die erfahrenen Rennsportbegeisterten Gran Turismo Spieler hier, für den sollte das hier auf gar keinen Fall irgendwelche Probleme darstellen, dieses Rennen. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die schaffen das vielleicht nicht und ja, und irgendwann schaffen sie das. Und mit der Zeit werden die dann vielleicht auch besser. Und wenn ihr natürlich Tipps und Tricks braucht für das ein oder andere Rennen oder mal gucken wollt, wie hat denn der das gemacht oder wie hat er das denn geschafft, dann könnt ihr hier gerne auf meinen YouTube-Kanal
Da sind verschiedene Rennen, könnt ihr gerne vorbeischauen. Auch in meiner Playlist, da findet ihr verschiedene Videos. Ja, und jetzt haben wir hier schon den zweiten Platz hier uns gesichert bei diesem Rennen. Wir befinden uns hier in der ersten Runde. Ja, müssen wir nur noch einen überholen. Das ist auf jeden Fall nicht mehr sehr viel. Haben wir ja noch genug Zeit, sag ich mal, um den zu überholen. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen. So, und wie man an der Zeit und natürlich auch sehen kann, wir kommen das Fahrzeug immer näher ran. Ja, immer ein Stückchen näher und jetzt wahrscheinlich gleich nach der nächsten Kurve werden wir ihn überholen. Jetzt hier, zack, links vorbei. Und da haben wir ihn überholt und haben uns den ersten Platz gesichert. Dann würde ich sagen, ich switche vor zur letzten Runde, damit das Video hier nicht so lange geht. Ja, da haben wir hier auch schon Rennen 2 abgeschlossen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen weiter zum dritten und letzten Rennen hier in diesem YouTube-Video. Wieder wie bei den anderen beiden Rennen davor, startet ihr hier auch auf den 16. Platz und müsst natürlich dann wieder 15 Fahrzeuge überholen. Allerdings hier bei diesen Rennen habt ihr jetzt 4 Runden. Da oben bei Runden, da seht ihr, wir sind gerade Runde 1 von 4. 4 Runden habt ihr diesmal Zeit, um euch hier den ersten Platz zu sichern. Davor bei den anderen beiden Rennen, da waren es ja nur 3 Runden. Also jetzt hier eine Runde mehr. Ja, auch nicht schlecht. So, ja, dann überholen wir den nächsten und haben uns schon hier den 11. Platz hier gesichert in der ersten Runde, aber ich denke mal, da werden noch ein paar Fahrzeuge folgen, die ich überhole. Da ist schon das nächste, haben wir hier schon den 10. Platz. Ja, dann müssen wir nur noch 9 Fahrzeuge überholen, hier so ein bisschen am Rasen rangekommen, gleich so ein bisschen zur Seite geschlittert. Ja, auch das kann hier mal passieren beim Rennsport bei Gran Turismo Sport. Aber da einfach wieder cool weiterfahren und dann passt das schon irgendwie. Sollte trotzdem, wenn ihr ein oder zwei Fehler mal habt im Rennen, kein Problem. Sollte trotzdem zu schaffen sein. Allerdings gibt es wirklich Rennen nachher, wenn die Rennen schwieriger werden. Da dürft man sich wirklich noch nicht mal einen Fehler erlauben. Sowas gibt es auch, ja. Also, ja, wird denn schon, also am besten fehlerfrei, ja, hier gibt es wirklich Rennen, sonst schafft man die nicht, ja, das geht sonst nicht mehr. Ja, 5. Platz, müssen wir nur noch 4 Fahrzeuge, kommen wir am nächsten vorbei, hier, zack, 4. Platz, hier, wieder zack, vorbei, 3. Platz, müssen wir nur noch 2 Fahrzeuge überholen, hier bei der Kurve auch immer aufpassen, dass ihr da rechtzeitig bremst, sonst knallt ihr da bloß irgendwie in die Leitplanken rein, das wollt ihr ja natürlich nicht. Ja, 2. Platz, dann switchen wir mal ein bisschen vor hier zum ersten, dass ich das nochmal zeigen kann, dass ich den jetzt hier irgendwann überhole. So, zack, da sind wir auch vorbei und hier noch so ein bisschen zu schnell gewesen, hat man gerade gesehen hier. Ja, ja. Aber trotzdem, alles easy, den ersten Platz, davon gehe ich mal aus, den können wir jetzt hier halten. Müssen wir bloß noch das Rennen zu Ende fahren und dann haben wir das auch schon geschafft. Ja, können wir auf jeden Fall, sag ich mal, fortswitchen hier zur letzten Runde, zur 4. Runde sozusagen. Fahren wir einfach hier durch die Ziellinie durch und dann haben wir das 4. Rennen, das 3. Rennen natürlich mit 4 Runden absolviert. Ja, das war das YouTube-Video vom heutigen Tag, Nostalgie-Car Festival. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen hier auf meinem YouTube-Kanal. Und das nächste Mal, da geht es weiter mit der Amateurliga. Da sind ja auch neue Rennen mit dabei. Da könnt ihr schon gespannt sein. Und ich wünsche allen Spielern da draußen viel Spaß bei Gran Turismo Sport. Okay, macht's gut. Ciao.